schön, dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch den Weihnachtstag, denn meine bisherigen Videos waren nicht so furchtbar weihnachtlich. Und ich dachte mir, wir ändern das jetzt einfach. Und ja, ich denke, wir reden einfach nicht weiter drum rum. Und ich beantworte die allererste Frage vom Weihnachtstag. Die erste Frage ist, wie feierst du Weihnachten? Gibt es besondere Traditionen? Ich feiere Weihnachten eigentlich immer im engsten Kreis unserer Familie, also zumindest Heiligabend. Feiern eigentlich immer nur meine Eltern und meine Geschwister und ich zusammen. Und ja, das ist so unsere Tradition, wenn man das so nennen kann. Ja, wir machen immer zuerst Bescherung und dann Essen. Ich weiß, manche Leute machen das andersrum. Wir machen das eigentlich immer erst Bescherung, dann Essen. Und ja, dann sitzen wir zusammen. Letztes Jahr haben wir Karten gespielt, ja, unterhalten uns oder haben einfach einen gemütlichen Abend als Familie zusammen und das ist so unsere Familientradition. An einem der Weihnachtstage gehen wir dann meistens zu unserer anderen Familie oder die kommt zu uns. Also gehen wir zu unserer Tante oder zu unseren Großeltern und treffen uns da eben nochmal mit den anderen Leuten aus unserer Familie und tauschen Geschenke aus und essen und reden und haben eine schöne Zeit zusammen als Familie. Ich weiß nicht, ob das als Tradition gilt. Ich glaube, viele Familien machen das so. Aber ja, das ist so das, was wir machen an Weihnachten. Die zweite Frage ist, wann beginnst du mit dem Weihnachtsshopping? Spät. Sehr, sehr spät. Ich habe noch gar nicht angefangen. Das liegt aber nicht nur an mir, sondern das liegt auch an meiner geliebten Familie, die sich häufig erst sehr, sehr spät dafür entscheiden, was sie sich eigentlich wünschen. Also ich habe jetzt schon seit 2 Wochen gefragt, was sie sich wünschen, habe immer noch keine Antwort bekommen. Und das ist dann natürlich schlecht, wenn man Geschenke kaufen will. Also ja, das ist ein bisschen blöd, aber ich habe es bisher immer geschafft. Also es war noch nie so, dass ich am 24. schnell noch losrennen musste und irgendein Geschenk holen musste. Also ich habe das meistens dann relativ zügig durchbekommen. Gibt es etwas, was du dir dieses Jahr besonders wünschst? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte mir eigentlich einen Sitzsack wünschen, weil ich mir das irgendwie schön vorstelle, wenn man einen Sitzsack hat. Aber ich habe nachgeguckt und es gibt leider nicht so viele Sitzsäcke, die ich schön finde. Also irgendwie sind die gerade nicht in Mode oder so. Auf jeden Fall da, wo ich geguckt habe, gab es immer nur 1 oder 2 und die waren dann in blöden Farben oder in einer blöden Form. Also dass das dann einfach nur so Kissen waren. Ich möchte halt schon irgendwie einen, der so ein bisschen eine Form hat. Also es ist ein bisschen, ja, das wäre eigentlich mein Wunsch gewesen. Ich denke, den verwerfe ich aber auch wieder. Und deswegen habe ich eigentlich keinen besonderen Wunsch. Ich denke, ich werde einfach, ja, mir so die Standardsachen wünschen, Klamotten, Make-up vielleicht, mal schauen. Was ist deine liebste Weihnachtssüßigkeit? Meine liebste Weihnachtssüßigkeit ist Schmalzkuchen. Ich liebe Schmalzkuchen. Ich habe diese Woche bestimmt auch schon 2 oder 3 Mal Schmalzkuchen gegessen auf dem Weihnachtsmarkt. Ist bestimmt nicht gut für die Figuren, auch nicht gesund, aber ich liebe die einfach. Die sind so, so, so lecker. Und ja, meine Schwester und ich essen ganz besonders gerne Schmalzkuchen und dann kaufen wir uns immer eine Tüte und teilen uns die und die sind extrem lecker. Was ich noch sehr gerne mag, sind gebrannte Macadamianüsse. Die sind sehr, sehr, sehr lecker. Ich kannte vorher immer nur gebrannte Mandeln, weil mein Vater die unglaublich gerne isst. Ja, aber gebrannte Macadamianüsse habe ich vor einem halben Jahr oder so mal ausprobiert auf dem Schützenfest oder so und das war so lecker und ja, ich liebe die sehr. Die sind leider sehr teuer, deswegen kann man sich die nicht so oft gönnen, aber die sind auch sehr lecker. Hast du dieses Jahr einen Adventskalender? Ja, ich habe einen Adventskalender. Ich habe mir einen Adventskalender von Hello gekauft, weil ich den schon die letzten 2 Jahre hatte und ich mag Hello Schokolade einfach so, so gerne. Und ja, deswegen habe ich mir den nochmal gekauft und ja, ich habe einen Adventskalender. Wie dekorierst du während der Weihnachtszeit? Ich dekoriere im Wohnheim nur mein Fenster. Also ich habe eine Lichterkette dran gemacht. Die mache ich auch jedes Jahr dran. Und ja, die mache ich jedes Jahr dran. Und sonst dekoriere ich eigentlich nicht so viel. Also mal mit so bunten Dekostoffen. Irgendwie die Fensterbank oder einen Tisch mit Kerzen und so. Aber jetzt so full on dekorieren bin ich eigentlich nicht so der Mensch für. Eine meiner Mitbewohnerinnen, oder ich glaube 2 waren es dieses Jahr, haben die Küche sehr, sehr schön geschmückt bei uns, sehr weihnachtlich. Da habe ich aber keine Aktien dran, da kann ich auch keinen Ruhm für einschöpfen. Sieht aber sehr, sehr schön aus.
Das bringt einen so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Und ja, bei meinen Eltern zu Hause habe ich letztes Jahr einen furchtbaren Bastelkoller bekommen und habe extrem viele Weihnachtssterne gebastelt, die dann alle das Fenster zugeklebt hatten, quasi schon. Und ja, mal schauen, ob das dieses Jahr wieder stattfindet. Aber ja, das sind so die Sachen, wie ich dekoriere. Was war das schönste Weihnachtsgeschenk, das du je bekommen hast? Oh, ich weiß gar nicht. Ich erinnere mich gar nicht an jedes Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen habe. Deswegen kann ich das nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, als ich klein war, war das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen habe, ein Playmobil-Schloss. Weil das war so ganz groß und voll schön und ich hatte mir das gewünscht, habe das dann auch bekommen in ganz vielen extra kleinen Playmobil-Sachen noch dazu. Und mein Opa musste das bei uns aufbauen und er hat bestimmt bis nach Mitternacht daran gesessen, einfach nur dieses Schloss aufzubauen, weil es einfach so ein Riesenteil war. Es gibt immer noch diese Schlösser von Playmobil, aber das sind nicht genau die gleichen. Ich hatte das Originalschloss, das erste Schloss, das rauskam. Es sah auch viel schöner aus als die, die sie jetzt verkaufen, war auch viel größer und überhaupt so toll. Und nein, also das war wirklich, glaube ich, das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich bekommen habe, als ich ein Kind war. Und so als Erwachsene muss ich sagen, weiß ich gar nicht so genau. Also ich finde, man verliert so ein bisschen dieses Aufgeregtsein so leicht. Also es ist halt nicht mehr das Gleiche, wie wenn man klein, als man klein war. Und ja, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das schönste Geschenk, das ich letztes Jahr bekommen habe, war meine Unitasche. Weil ich hatte mir die auch selber ausgesucht und ich fand die sehr schön, aber so aus dem Bauch heraus kann ich jetzt nicht sagen. Es heißt nicht, dass ich keine schönen Geschenke bekommen habe. Ich kann mich bloß nicht erinnern, was ich schon alles bekommen habe, deswegen. Nenne spontan drei Begriffe, die du mit Weihnachten verbindest. Baum, Lichterkette und Familie. Ja, das ist auch schon der Tag. Gut, das war ein kurzer Tag, oder? Relativ wenig Fragen. Ich hoffe, euch hat der Tag trotzdem gefallen, auch wenn er etwas kurz war. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne diesen Kanal. Das würde mich unglaublich freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Antworten zu den Fragen wären. Vielleicht habt ihr ja etwas, das ihr besonders mit Weihnachten verbindet oder eine total lustige Weihnachtstradition, die ich ja jetzt nicht irgendwie vorweisen konnte. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer von euch zu hören und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!